Hallo und herzlich willkommen hier zu einem ganz speziellen Talk. Wir sind hier zu Gast, um eine Stunde lang über die Kriegerin des Mondes zu sprechen. Eine Stunde lang für Liebe und Gerechtigkeit. Und ja, ich bin nicht alleine, sondern mit mir noch ein paar zauberhafte Damen. Und ja, wer sind wir denn überhaupt? Mein Name ist Davos. Ich bin vom Sailor Moon German Team und habe hier, wie gesagt, schon drei weitere Kolleginnen mitgebracht. Und in alter SMG-Manier stellt man sich ja selber vor. Deswegen würde ich bitten, fange von hier nach da an. Wer seid ihr denn und was macht ihr denn bei uns? Ja, ich bin die Niggi bzw. Nibel und ich bin die Neptun. Jetzt ungefähr, ja, kein ganzes Jahr, ein knappes Jahr, würde ich mal sagen, dreiviertel Jahr, mit dabei, im Team, auf der Bühne, und ich reiche einfach mal weiter. Ich bin Kayu, ich bin im Convention-Team, habe im Musical die Saturn gespielt und bin offiziell seit einem Jahr dabei und inoffiziell ein bisschen länger. Genau. Ich bin Laura, bekannt eher unter Lauri Uchiha. Ich bin jetzt ungefähr ein halbes Jahr im Team mit dabei und helfe viel auf der Bühne. Ich spiele oder spielte die Pluto und bin auch im Team tätig. Genau, also ihr habt gehört, viel mit Kriegerinnen an sich. Für alle, die es nicht wissen sollten, wir waren dieses Wochenende hier auf der MMC zu Gast und durften ein Sailor Moon Musical auf der Bühne präsentieren. Aber wir sind nicht nur musikalisch unterwegs, sondern auch in vielen weiteren Facetten. Sailor Moon German ist ein Projekt, das vor knapp 8 Jahren, also mehr als 8 Jahren, gegründet wurde. Das habe ich damals an meinem 18. Geburtstag gegründet aus der Initiative heraus, weil ich dachte, kennt ihr das? Wenn ihr von irgendwas total Fan seid und ihr denkt, boah, das gefällt mir jetzt, aber irgendwo denkt ihr euch so, ist das normal oder bin nur ich das und gibt es vielleicht noch weitere da draußen? Also es kommt euch schon bekannt vor, dieses Gefühl, oder? Ich habe das auch gedacht, bis ich euch kennengelernt habe und habe großen Anschluss dann an euch gefunden und kann mich jetzt glücklich schätzen, ein Teil davon sein zu dürfen. Ja, also damals war es mir halt wichtig, wie gesagt, weitere Leute kennenzulernen, auch Freunde, wie gesagt, man war natürlich immer, das Thema Anime und Manga, vielleicht kennt ihr es selber, ist für viele halt ein Thema, wo ich sage, will ich das jetzt bei der Arbeit, in der Schule, im Studium vielleicht preistreten, möchte ich das offen und ehrlich kommunizieren? Und bei mir war es damals mit Sailor Moon so, okay, du bist jetzt 18, du bist männlich, willst du das in die Welt hinausschreien? Und ich dachte mir irgendwo, ja, aber irgendwo auch nein. Und hast erstmal übers Internet versucht. Sailor Moon German wurde damals als YouTube-Channel gegründet. Und ich habe damals ein paar Clips hochgeladen. Und so ist auch der Name entstanden. Ich war Sailor Moon-Fan und es drehte sich alles um das Thema Deutsch. Deswegen auch der Name Sailor Moon German und nicht Sailor Moon Germany. Weil es handelt sich ja um Sailor Moon in der deutschen Sprache. Und es befasst ja auch die Ausstrahlung in Österreich oder Schweiz. Also das hat sich dann auch in den letzten Jahren sehr gefestigt bei uns. Ja, das Internet damals, es war noch vor der Zeit vor Facebook und den sozialen Netzwerken. Und da war es schon schwierig, so Anschlüsse zu finden oder die Fans. Es gab auch viele Foren. Ihr seid ja auch noch aus der Forenzeit. Und ich fand das Fandom damals schon sehr spannend, weil viele hatten schon ihre Meinung dazu und man hat sich auch damals versucht auszutauschen. Und wie habt ihr denn damals euch ausgetauscht vor Facebook? Warst du zum Beispiel in Foren unterwegs oder anderen sozialen Netzwerken? Naja, am Anfang gab es noch dieses wunderbare ICQ. Darüber verlief sehr, sehr viel. Zudem auch noch Skype. Skype war sehr modern. Und ansonsten eigentlich sehr, sehr viel tatsächlich über Foren, wo man sich austauschen konnte, sowas wie Pummeldecks. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Klar. Das war das A und O. Ja, ansonsten weiß ich so
nicht mehr viel. Ich denke, manchmal verdrängt man so einiges durch die ganzen neuen Dinge, die es gibt. Aber war schon echt früher so ein Highlight, so, wow, es gibt Menschen, die denken wie ich. Und es war schön, online irgendwie Leute zu treffen. Aber natürlich ist es dann auch toll, wenn man dann auf Conventions Anschluss finden konnte. So wie man jetzt bei euch ist. Ja, also zum Beispiel das Thema Conventions war mir damals auch ein Begriff. Ich fand das immer so faszinierend. Oder andersrum gefragt, seit wann geht ihr denn auf Conventions? Ich gehe auf regionale Treffen seit knapp 11 Jahren. Hey. Also seit 2005? Ja. Okay. Ja. Und durch meine beste Freundin kam ich dann immer mehr in die Convention-Cosplay-Anime-Szene und auch durch Animex einfach, die viel einfach mit RPGs, Fotoveröffentlichungen etc. gearbeitet haben. Und man muss bedenken, die Szene ist unglaublich schnell gewachsen in den letzten Jahren. Mhm. Und ja, dadurch hat sich das immer mehr entwickelt. Ja, aber was viele vielleicht nicht mehr wissen, oder damit wir es mal wieder in den Vordergrund bringen, weil dieses Jahr feiern wir auch zum Beispiel 25 Jahre Sailor Moon. Es war auch ein Jahr, wo wir viel Aufklärungsarbeit geleistet haben. Das Thema Anime, Manga, Cosplay hat ja irgendwo seine Wurzeln auch mit Sailor Moon. Animex hast du zum Beispiel angesprochen, ist ja auch durch den Sailor Moon Online Fanclub damals herausgewachsen. Und auch heute, nach über 25 Jahren, sieht man schon noch sehr viele Cosplayer, Sailor Moon Cosplayer rumlaufen. Es ist irgendwie so ein Evergreen, nicht tot zu kriegen. Ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt. Aber wenn man in der Convention-Szene ist, kommt man einfach nicht um das Thema rundherum. Wie war es denn bei dir so mit Sailor Moon? Wie hat es denn bei dir angefangen? Ich glaube noch auf ZDF. So, also so ganz am Anfang, als das lief. Ich kam sozusagen damals nach Deutschland und Fernsehen war bei mir zu Hause immer so ein ganz schwieriges Thema. Nein, mach Hausaufgaben. Du darfst nicht Fernsehen, schon gar nicht Sailor Moon. Und mir wurde dann damals der erste Manga gekauft. Das war Sailor Moon Band 16, das weiß ich heute noch. Der ist alt und zerfleddert und ich liebe ihn. Und dadurch kam ich dann noch dazu. Und irgendwann, so dann irgendwann mit 8, 9, habe ich dann endlich ein bisschen mehr Fernsehen dürfen. Und es gab nichts Besseres, als nach der Schule nach Hause zu kommen, den Fernseher anzumachen, irgendwann auch bei RTL 2. Und es läuft Sailor Moon. Und so hat das mehr oder weniger angefangen. Ja, so hat es ja bei den meisten angefangen, mit dem CDF, dann mit RTL 2. Ich muss sagen, zu meiner Schande, oder ich sage es einfach offen, ich bin halt ein Kind der RTL 2-Generation und Sailor Moon war natürlich nicht nur für Anime, Manga, Cosplay wichtig, sondern auch einfach für diesen Boom mitverantwortlich. Natürlich gab es dann Serien wie Pokémon oder Dragon Ball, Digimon, aber ich denke mal, Sailor Moon war schon wichtig, weil es auch anders war. Anders in diesem Sinne, dass Mädchen im Vordergrund stehen, starke Mädchen. Es war nicht dieses typische, ein Junge rettet jetzt den Tag. Also jetzt, ob es gut oder schlecht ist, ist wieder Interpretationssache. Ja, das ist doch mal super, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie Shonen-Manga aufgebaut sind. Das sind einfach nur Jungs, wir sind stark, wir sind toll, wir haben Muskeln, wir müssen die Welt retten und zwar relativ schnell mit viel, viel, viel Power-Up. Jede Staffel noch mal ein bisschen stärker. Und Sailor Moon ist ja da komplett aus dem Rahmen gefallen, weil es waren einfach Mädels in kurzen Röckchen, sagen wir es jetzt mal so, in hohen Schuhen. Versucht mal, die Welt zu retten auf hohen Schuhen. Die hatten auf einmal Kräfte und man hat sie nicht erkannt in dem Moment. Die haben sozusagen einfach ein spannendes zweites Leben geführt. Sie waren völlig normale Schülerinnen, wie es ja am Anfang hieß. Ich bin Bunny Tsukino, 14 Jahre alt und abends irgendwann steige ich in mein Kostüm, in meine Schuhe und rette die Welt. Und das war einfach in dem Sinn revolutionär. Da hatte auch, ich glaube, die Autorin selber mal gesagt vor ihrem Verlag, sie möchte das gerne so haben. Wenn nicht, dann halt, dann macht sie es halt nicht. Und das war ihre Vision und das wollte sie so. Und da bin ich persönlich auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr dankbar auch dafür. Weil es ist klar, ich bin ein Mädchen. Ich identifiziere mich mit Mädchen. Für die Jungs war es Son Goku, aber für mich war es immer Sailor Moon.
Okay. Das Spannende, was da doch dabei immer bei rumkam, zumindest fand ich das so, dass es so viele verschiedene Charaktere gab. Ne? Ray komplett anders, die Venus auch total anders, die Bunny am Weinen. Also es ist super und es kam ja immer und immer wieder neue dazu. Wie halt die Outers. Sorry. Ich glaube, das Schöne war einfach, dass jeder sich mit einem Charakter irgendwie identifizieren konnte. Ich denke halt, während du in anderen Serien, so diese amerikanischen Serien wie Superman, Batman, du hast halt nur diesen einen Hauptcharakter. Und ich glaube, was die Mangakerin Naoko Takeuchi sehr geschickt gemacht hat, die Superheldin war eine Heulsuse. Sie war, nein, das ist ja nicht Schlechtes, aber es ist menschlich und es ist greifbar. Sie ist schlecht in der Schule, sie heult, wo sie nur kann, sie ist tollpatschig. Sie schreibt eine 5- im Mathe-Test. Sie ist nur am Essen. Was hat sie denn noch so alles drauf? Ja, das Spielen in der Arcade. Das sind aber Sachen, die ein 14-jähriges Mädchen durchaus macht. Und vor allem, wenn wir uns mal Japan anschauen, es spielt ja in Japan, auch wenn die Charaktere jetzt nicht so japanisch aussehen. Aber Japan ist so ein Land, wo der Druck aus der Gesellschaft sehr stark ist. Schauen wir uns mal die Figur Amy Mizuno an. Die ist ja geprägt von, du musst super in der Schule sein, du musst Ärztin werden, du musst perfekt sein. Und dann sehen wir uns Bunny, also Usagi an, das krasse Gegenteil. Ich kann essen. Ja, aber jetzt mal Butter bei den Fischen, weil wir jetzt schon so bei den Kriegerinnen sind. 25 Jahre begleiten uns die Kriegerinnen jetzt. Und es folgt dann immer wieder die Frage, was ist euer Lieblingscharakter und warum? Als Kind war es Sailor Saturn, weil wir uns einen Geburtstag teilen. Sie hat am 6. Januar Geburtstag und ich auch. Und je älter ich wurde, meine Charakter, ich bin so eine ganz untreue Nudel, ich hüpfe immer so ein bisschen von hier nach da. Als Kind war es Saturn, später war es irgendwann mal einfach Mars mit ihren wundervollen langen Haaren, ihre feurige Persönlichkeit, teilweise auch fast die beste Freundin von Bunny, immer zur Seite. Und im Moment ist es aber tatsächlich Sailor Pluto. Die habe ich zwar selber natürlich auch auf der Bühne verkörpert, aber es ist einfach, sie ist eine sehr pflichtbewusste Persönlichkeit. Der einsame Wächter, der vor dem Tor sitzt, der von vornherein gesagt bekommen hat, du hast diese drei Regeln und die musst du befolgen und die hat sie immer befolgt. Und ich meine, wir wissen, sie hat diese eine Regel, die es da gibt, ich sage nichts dazu, nur ein einziges Mal gebrochen und es war, um ihre Gefährtinnen zu beschützen. Aber ich beziehe mich jetzt auf den Manga, ich sage jetzt nichts zum Anime, der ist ja ein bisschen anders. Aber sie hat in Kauf genommen, zu sterben, um ihre geliebten Menschen, sage ich jetzt mal, um ihre Verbündeten, um ihre Freunde zu beschützen. Und das ist ein Tribut, das rechne ich sehr hoch an. Wir haben dann halt, wie gesagt, einmal auf der Seite die pflichtbewusste Kriegerin. Sie ist auch deutlich, was heißt deutlich, sie ist eine der ältesten Kriegerinnen und hat auch irgendwo diesen Mama-Aspekt, finde ich. Sailor Saturn hast du erwähnt und das ist die perfekte Überleitung zu unserer Saturn. Ist er auch deine Lieblingskriegerin? Ja, sie ist eine meiner Lieblingscharakter. Mein zweiter Lieblingscharakter ist Prinzessin Kakyu. Okay. Aber zu Saturn nochmal zurück. Ich finde sie einfach atemberaubend, weil sie wirklich körperlich so schwach ist, aber im Geiste unheimlich stark und mit eine unglaublich faszinierende Aura hat. Und bei Kakyu ist es, ich glaube, größtenteils einfach nur ihre Schönheit. Weil das Erstaunliche ist ja bei Kakyu, die sieht man ja im Anime als auch im Manga relativ kurz, oder? Die ist genau im 17. Band taucht sie auf. Mhm. Und ja, dann gibt es ja nur noch zwei Bände sozusagen, wo sie vorhanden ist. Und im Anime sind es ja irgendwie nur die letzten 10 Folgen oder so. Also diese Frau kommt kurz rein und ist auch sofort wieder weg. Warum sage ich jetzt mal nicht? Ich glaube, ich mag immer nur die Charaktere, die kurz da sind und gleich wieder sterben. Magst du Game of Thrones? Leider nein. Oh. Ich schon. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es mag, weil ich habe es nie gesehen. Zu meiner Schande. Hast du Game of Thrones gesehen?
Nein. Aber Sailor Moon dafür. Sailor Moon habe ich gesehen dafür, ja. Und bei welchem Charakter hast du gesagt, boah, cool? Man wird es kaum glauben. Ich habe Sailor Moon lange, lange geschaut. Am Anfang dachte ich so, die sind alle ganz nett. Das ist schön. Auch Haruka. Aber, also ganz am Anfang waren die ja gar nicht dabei. Mhm. Und ich habe es halt geschaut und dies und... Aber es gab nicht so diesen Kick. Und dann kam da so Haruka und Michiru und ich so, da ist so was anderes, so was so Besonderes. In Deutschen wurde es ja ein wenig, sage ich jetzt mal, anders dargestellt, als es in Wirklichkeit war. Du meinst im Amerikanischen? Bei uns in Deutschland wurden die auch nicht als Liebende so. Es wurde halt sehr zurückgehalten. Wir sind Cousinen. Genau. Ja, das war in Amerika, aber hier waren sie gute Freunde. Ja. Ja. Es wurde halt nicht so krass verdeutlicht, aber man konnte es halt sehen und das fand ich ganz schön, denn es war immer ein Tabuthema und ich mag Dinge, wo viele sagen, nein, bis hierhin, halt, stopp. Und das hat mich einfach fasziniert. Da war dann diese Rolle, die so elegant war, so schön und musizierend. Das war natürlich die Neptun. Okay. Und darum mein Liebling. Ja. Und die durfte ich auch im Stück spielen. Also es hat sich nichts geändert seit Jahrhunderten. Ja, jede Sailor-Kriegerin birgt natürlich viele Eigenschaften mit sich, die ganz individuell sind. Was es uns natürlich auch irgendwie schwer macht, dann zu sagen, okay, die mag ich weswegen und die und die. Und wir hatten uns dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, auch mal die äußeren Kriegerinnen vorzustellen, denn es gibt ja die inneren Kriegerinnen, Jupiter, Mars, Merkur, Venus und die äußeren, Neptun, Uranus, Pluto, Saturn, die quasi ja am Ende des Tages alle nur ihre Prinzessin beschützen möchten. Wir haben jetzt über uns gesprochen, aber was ist eigentlich deine Lieblings... Meine Lieblingsfigur? Wenn ich Sailor Moon sagen würde, wäre es etwas langweilig. Sie ist natürlich immer die Number One, aber tatsächlich Pluto. Sailor Pluto. Und wieso? Sehr viele, ich denke mal, wenn ich rede auch mit vielen Fans, warum und weshalb und warum bist du genau auf diese Sailor-Kriegerin gekommen? Und man sieht dann irgendwo eigene Muster wieder. Und so war es bei mir mit Sailor Pluto auch, weswegen ich auch Sailor Moon German gegründet habe. Ich war irgendwo einsam. Mit meiner Leidenschaft zwar, ich hatte keine Pflicht und musste kein Tor beschützen, aber man war halt alleine. Und da habe ich sie halt in mir irgendwo wieder gesehen. Sie birgt sehr viel Leidenschaft, was man dann auch im Manga sehr stark sieht, wo sie ja auch sehr in Endymion verknallt ist, was sie ja nicht darf. Weil, ja, es gibt ja schon noch eine andere Frau dazwischen. Der Mann ist halt leider verheiratet. Was soll ich machen? Also, das ist mir noch nicht passiert, wobei, nein, ich weiß es nicht mehr. Aber da sah ich halt sehr viele Ähnlichkeiten mit ihr. Und natürlich sieht man auch in jeder anderen Kriegerin irgendwo Ähnlichkeiten. Keine Ahnung, mit Sailor Jupiter teile ich die Leidenschaft zum Backen. Mit Minako die Leidenschaft, mich, keine Ahnung, blind zu verlieben. Mit Ray ab und so das Temperament. Mit Amy teile ich, dass ich wissbegierig bin. Man sieht irgendwo in jeder Kriegerin irgendwo ein Teil seiner selbst. Und irgendwo ist es am ausgeprägsten, finde ich. Und Pluto ist halt ein sehr interessanter Charakter und hat mich da auch lange begleitet. Und ich fühle mich ja jetzt eigentlich so wie ein Sailor-Team. Wir sind ja ein großes Sailor-Team. Sailor Moon German umfasst 30 Mitglieder, die in verschiedenen Tätigkeiten agieren. Wir machen Events auf Conventions. Wir haben ein Magazin-Team, wir haben ein Foren-Team, wir haben ein Sänger-Team, wir haben ein Übersetzungsteam, ein Dabba-Team. Ich habe selber schon den Überblick verloren. Ein Media-Team, Techniker, alles. Und es ist ja natürlich sehr interessant, weil am Ende des Tages machen wir das natürlich alles in unserer Freizeit, unentgeltlich. Ist natürlich auf einer Seite sehr spannend, sage ich mal. Spannend in dieser Hinsicht, dass ich so viele Mitglieder gefunden habe, die diesen Weg bestreiten. Das ist so geil, als auch natürlich, die das auch von Herzen machen. Also das Projekt lebt vom Herzen, denn du kannst, glaube ich, sage ich mal, wenn ich es mit der Arbeitswelt vergleiche, einen Mitarbeiter motivierst du zum Beispiel mit mehr Gehalt.
dann macht er natürlich seine Aufgabe besser oder mit Lob. Bei uns kennen wir halt mit Lob natürlich sehr intern, sehr stark arbeiten, aber wir kriegen auch sehr viel Feedback und Resonanz aus der Szene, aus dem Internet für unsere Tätigkeit und das beflügelt uns natürlich, unsere Aufgaben weitestgehend mit bestem Gewissen und mit allen Mitteln zu machen. Ich würde gerne halt jetzt auch mal die Zeit Revue passieren lassen, denn 8 Jahre, wir haben viel gemacht und allein dieses Jahr, 25 Jahre Sailor Moon auf der MMC, wir haben ein Musical gemacht. Du, beziehungsweise ihr beide wart ja von Anfang an bei dieser Produktion mit dabei. Könnt ihr euch noch erinnern, wie das begonnen hat oder was für euch die Highlights waren? Wir haben es ja 3-mal aufgeführt. Ja, ich finde, für mich ist einfach dieses komplette Highlight, dass wir immer zusammenhalten. Bei diesem Stück besonders kommt es dort immer sehr, sehr gut zur Geltung auch. Also man sieht, wie viel Mühe dahinter steckt, wie wir uns gegenseitig nette Dinge sagen, damit es viel, viel besser funktioniert. Und ja, ich finde einfach diesen Zusammenhalt ganz, ganz toll. Also ich kann nicht mal sagen, das und das und das finde ich im Stück so super und das haben wir geschafft oder nicht geschafft. Ich finde einfach dieses, wenn es klappt, ist es super, wenn es nicht klappt, ist es auch super und ich finde, das ist genau das, was wir doch alle gerne ja, hören und sehen möchten. Also die Premiere war ja auf der Leipziger Buchmesse und es war eben das erste Mal auf einer Bühne für mich jetzt zum Beispiel, wo ihr auch mit Text und Interaktion mit anderen und das fällt einem natürlich erstmal komplett schwer. Und, aber man sieht einfach, dass unglaublich viel Arbeit in diesem Projekt gesteckt hat. Und ich hoffe, dass die Fans mit dem Ergebnis zufrieden sind. Und auch die Entwicklung gesehen haben. Wie gesagt, es waren jetzt 3 Auftritte und ich hoffe, es fanden Verbesserungen statt und wir haben uns Mühe gegeben, den Fans alles zu geben. Wie fandest du es? Du warst ja jetzt 2-mal mit dabei, 2 von 3. Genau, das heißt, ich kann genau 2-mal was dazu sagen. Die Animagic war... Ich war tatsächlich das erste Mal da dabei und es war auch für mich das erste Mal auf einer großen, großen Con-Bühne. Es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Wir haben viel Zeit investiert zum Proben auch. Immer wieder geschaut, dass wir uns auch selber irgendwie motivieren in dem Fall. Und ich hatte sehr viel Spaß auf der Animagic. Ich hatte sehr viel Spaß auf der Bühne. Und auch hier ist es so, klar, was nicht gut läuft, das läuft nicht gut. Was super läuft, das läuft super. Und ich freue mich, wenn wir das nächstes Jahr, übernächstes Jahr irgendwann wieder machen. Ich stehe gerne auf der Bühne, muss ich glaube ich nicht betonen. Und gerade bei Sailor Moon German war das einfach auch ein neues Erlebnis. Und das Team ist an sich klasse. Also ich hätte mir eigentlich praktisch kein besseres Team suchen können, um auf der Bühne zu stehen und Sailor Pluto zu verkörpern. Oh, dankeschön. Ja, das Musical, wie gesagt, wir von Sailor Moon German versuchen ja mit verschiedenen Projekten einfach von Fans für Fans Sailor Moon am Leben zu erhalten. Es gab ja eine Zeit, wo es von Sailor Moon ja nichts mehr zu hören und sehen gab und das fanden wir schade, es war genau dort, wo Sailor Moon German noch geboren wurde. Und wir versuchen tatsächlich jedes Jahr uns neue Sachen einfallen zu lassen und wir müssen auch ehrlich zugeben, wir sind keine Showgruppe. Wir sind eine Projektgruppe. Wir sind keine Showgruppe, die sich alle 2 Wochen trifft und wie die anderen, die einen Hammerjob auf den Conventions machen und das Stück einlernen. Aber das war was Neues. Und es hat uns Spaß gemacht. Wir sind über unsere Grenzen hinausgewachsen. Wie gesagt, wir standen teilweise vor vielleicht nur einmal auf der Bühne, wenn es hochkam, 2-mal. Ihr natürlich als Sängerinnen hoffentlich ein paar Mal mehr als wir. Aber es hat uns nicht aufgehalten. Und ich glaube, das, was uns nicht aufgehalten war, war, weil wir Fans waren. Weil wir diese Figuren zum Leben erwecken wollten. Und wie gesagt, es war ein cooles Projekt. Und wir sind jetzt schon am Grübeln, was wir nächstes Jahr machen.
was wir auch sonst an Projekte machen. Denn wie gesagt, 30 talentierte und engagierte Mitglieder stecken hinter dem Projekt. Und falls ihr vielleicht auch mal Ideen oder Vorschläge oder Wünsche habt, schreibt uns doch einfach. Denn irgendwann sieht man, glaube ich, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil man versucht dann immer alles abzudecken. Wenn ich mich zum Beispiel an dieses Jahr zurückerinnere, wir versuchen ja, euch Abwechslung zu bringen. Wir schauen uns auch immer an, was machen die Leute in Japan und versuchen das auch nach Deutschland zu bringen. Vieles ist halt immer wieder schwer. Wir sind auch mit den japanischen Lizenzabnehmern in Kontakt und auch hier mit den deutschsprachigen und versuchen dann immer wieder einen Nenner zu finden. Ist immer wieder schwierig. Aber was ich dieses Jahr zum Beispiel sehr cool fand, war, dass wir ein Sailor Moon Café und einen Sailor Moon Ball in Kooperation mit vielen Partnern hatten. Und da hast du ja zum Beispiel ja auch musikalisch uns tatkräftig unterstützt. War das ein ganz anderes Gefühl als eine klassische Con für dich, wenn solche Komponenten mit einwirken? Naja, ich sag mal so. Früher, wo ich aufgetreten bin, habe ich quasi verschiedene Songs gesungen von verschiedenen Anime-Openings. Und jetzt ist es wirklich spezialisiert nur auf Sailor Moon. Und da kann man dann auch quasi, sage ich jetzt mal, mehr Gefühl, mehr das, was man erlebt hat und mitgelebt hat mit Sailor Moon, reinbringen. Es ist nicht so, ich singe jetzt mal das und das und das. Und wenn man dann noch ein wunderbares Team hat, was mit einem das lebt, ist es quasi nicht nur 100%, auch nicht 200%. Also es ist echt, als ob man 500 oder 1000% hinter sich stehen hat, je nachdem, wie viele Leute da sind. Und es was ganz Besonderes ist. Mhm. Ja, wenn man sich, wie gesagt, auf ein Thema versteift, wie gesagt, wir machen jetzt Thema Ball. Sailor Moon kann man ja in viele verschiedene Orte gehen oder auch das Café und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ist ja immer sehr spannend und das war vielleicht auch wieder ein cooles Projekt und das ist auch aus der Idee entstanden, weil ein Fan mal gesagt hat, hey, ich würde mir das oder das wünschen. Also wie ihr seht, das Leben kann ein Wunschkonzert bei Sailor Moon German sein. apropos Wunschkonzert, weil wir jetzt die ganze Zeit über Thema Musical und so weiter reden, habe ich mir gedacht, wie wäre es doch, wenn wir ein ganz kleines Ständchen für die Zuschauer machen würden und da du am nächsten bei mir sitzt, ja, ist leider blöd, wenn du neben mir sitzt, Quatsch, würde ich dich bitten, hast du vielleicht Lust, etwas zu singen? Was denn? Was von Sailor Moon, wenn natürlich Knorke. Okay, Moment mal. Finde deine sieben Dragon Balls. Oh, warte, falsche Serie. Oh, Moment. Wie geht das nochmal? Jetzt musst du sagen, immer schnell den Text ein. Sag das Zauberwort. Dankeschön. Sag das Zauberwort. Genau. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun. Oh, Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, oh, Sailor Moon, Mondstein fliegt. Oh, Sailor Moon, Sailor Moon, oh, Sailor Moon. Oh, dankeschön. Dieses Lied war, das war es sogar, mit diesem Lied hast du dich irgendwo indirekt bei uns beworben. Wie bist du denn zu Sailor Moon German gekommen? Das war ein zufälliges Event, wie ich schon gehört habe. Das war Glück, völliges Glück. Und zwar war das vor 2 Jahren auf der Animuk in München, wo ich auch wohne und herkomme, fing das an.
Und zwar war Salem und German da vor Ort und Daisy hat, glaube ich, das letzte Mal gesungen. Einer ihrer letzten Auftritte. Und ich habe mir natürlich die Show angeguckt, klar, mit einer guten Freundin. Und zum Schluss hieß es halt, wer möchte denn mit Daisy singen? Und ich natürlich wie so ein Blödmann. Und meine Freundin so. So, und so kam das dann zustande, so bin ich dann auf die Bühne und durfte mit Daisy das Lied singen und mir wird immer wieder gesagt, ich war ganz toll und ich persönlich fand das aber eher das letzte Konzert von Daisy und ich kannte sie als praktisch Maskottchen von Sailor Moon German und als Sängerin und ich wollte einfach auf jeden Fall mit ihr singen. Und anscheinend wurde ich da schon so ein bisschen bemerkt von deren Seite und ich war dann aber weg und keiner wusste, wer ich bin und konnte mich kontaktieren und im Jahr drauf, sprich dieses Jahr, bin ich am Stand vorbeigelaufen, einfach im Malefiz-Kostüm mit meiner Freundin und in dem Moment hieß dann, Moment, dich kenne ich doch irgendwo, hast du nicht mit Daisy gesungen letztes Jahr auf der Bühne? Und ich so, ja, halt sie fest, halt sie fest. Moment, bleib hier, wir halten dich fest. Stavros, halt sie fest. So, und da wurde ich dann festgehalten und festgenagelt und gefragt, ob ich nicht die Rolle der Pluto machen möchte, weil unsere andere Pluto bestimmte Konzerte nicht mitmachen konnte. Und nach so begeisterter Anfrage konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und so kam das sozusagen zustande. Okay, so kann man reinrutschen. Wie gesagt, du hast es schon erwähnt, es gibt verschiedene Wege, wie man bei Sailor Moon German reinkommt. Entweder man kann sich ganz normal bewerben, wir haben ab und zu halt ein paar Stellenausschreibungen oder eine Initiativbewerbung, je nachdem. Man kann sich bewerben, man kommt durch Empfehlung rein, also wenn Mitglied A ein anderes Mitglied empfiehlt. Man ist entweder einfach nur da. Also man hat sich eigentlich gar nicht beworben, man will auch gar nicht ins Team, man wird auch gar nicht gefragt, man ist einfach dabei. Und da gibt es noch andere Positionen, die wir hier nicht erwähnen dürfen, weil es ist noch nicht so weit. Aber ich glaube, eine, wie du warst einfach da. Du wurdest nicht gefragt, du warst einfach dabei. Genau, ich wurde nicht gefragt, ich war dann irgendwann einfach da. Und ein Mitglied hat auf der LBM Poster verteilt. Und wirkte total unbeholfen. Und sowas kann ich nicht sehen. Und dann, ich habe das einfach an mich gerissen. Ich hatte damals, was hatte ich an? Kakio, oder? Genau, Prinzessin Kakio aus dem Anime hatte ich an. Und ich habe mir einfach die Poster genommen und habe die dann an die Leute verteilt. Und natürlich kannte ich Sailor Moon German schon vorher. Und irgendwie hat sich daraus das Ganze dann entwickelt. Genau. Sehr spannend immer wieder, wenn solche Personen über diesen Weg reinkommen. Aber das heißt natürlich auch, sie haben ihre Sache sehr gut gemacht. So gut, dass sie sie nicht mal fragen. Also. Aber du warst wirklich tatsächlich eine der wenigen, die den offiziellen Weg gehen. Du hast dich sehr brav beworben. Denn es hieß dieses Jahr, wir suchen Sailor-Kriegerinnen, die gegen die Stille kämpfen. Und was hat dich denn da animiert zu sagen, jo, das mache ich jetzt? Naja, ich habe früher ja eigene, sage ich mal, Auftritte gehabt und dann kamen halt persönliche Dinge, so wie Studium, Ausbildung, die haben mich so ein bisschen zurückgeworfen, hatte ich keine Zeit mehr für das, was ich sehr geliebt habe und dann kam der Aufruf. Ich so, Sailor Moon, geil. Für ein Stück Neptun, geil. Ich bewerbe mich, jetzt oder nie. Und das habe ich natürlich genutzt. Da dachte ich mir so, komm, alles, was du gelernt hast, schreibst du rein, schickst einfach ein Video mit und entweder klappt's oder nicht. Und wie man sieht, ich hatte definitiv großes Glück, dass ich von den Bewerbern, die da waren, dann auserwählt wurde. Ja. Nochmal danke. Ich habe zu danken. Wie gesagt, Sailor Moon German kann nur funktionieren, wenn die Mitglieder alles geben. Auch die, die jetzt halt jetzt nicht auf der Couch sind, wie gesagt, 30 Mann und Frauen, also zusammen, wirken bei diesem Projekt mit dabei und in diesen 8 Jahren ist natürlich auch sehr viel passiert. Sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber was ihr immer wieder gerne hört, sind Hopplas natürlich. Hopplas kommen immer ganz gut an, denn auch wir sind nicht perfekt. Wir sind keine professionell ausgebildeten, was weiß ich.
Wir sind eigentlich nur Fans, die ihre Zeit gerne mit anderen Fans vertreiben und einfach nur Party machen möchten. Und wenn ich mich selber jetzt mal erinnern sollte, ihr fangt auch bitte schon mal an euch zu erinnern, irgendwas Lustiges aus eurer bisherigen Zeit. Also es passieren natürlich immer wieder Sachen, wo man sehr flexibel sein sollte. Das fängt schon an, keine Ahnung, man steht auf der Bühne und irgendwas passiert und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Regel Nummer 1 bei Sailor Moon German, was würde dein Charakter machen? Das machen wir auch immer gerne. Also, oder wenn wir dann auf Conventions sind und dann passieren so Sachen oder so. Oder wenn die Frage kommt, keine Ahnung, hat jemand einen Sekundenkleber? Und dann ist die richtige Antwort, ich habe sogar eine Heißklebepistole. Oder wenn, keine Ahnung, es heißt, nein, ja, wir müssen das Programm da oder da verlegen und da ist das Team natürlich sehr konzentriert, dass wir das Beste machen. Aber es ist, wie gesagt, so viel passiert. Was fällt euch denn ein, was erwähnenswert wäre? Okay, dann fange ich an. Ich habe wahrscheinlich schon mehr lustige Szenen mit euch erlebt als die anderen zwei. Ich erinnere mich an eine Szene sehr gut auf der Konichi, der Frost. Ja. Da waren wir beim Abbau und wir haben ja einen kleinen Schiebewagen, auf dem wir einige Sachen immer zum Auto transportieren oder auch reintransportieren. Und wir, wie gesagt, wir waren beim Abbau. Star Frost und ich wollten zu seinem Auto mit diesem Wagen fahren und dann kam diese Bordsteinkante und ich hatte Sailor Cosmos an, das heißt Pumps mit schönen spitzen Hacken und Star Frost hat den Wagen geschoben und er war so, Kaio, jetzt heb doch endlich den Wagen an und ich so, ja wie denn, ich hab doch die hohen Schuhe an, nicht du. Und wir sind total in einem Lachflash ausgeartet. Ja, daran kann ich mich erinnern. Es war ein Bild für die Götter, wie gesagt. Du schiebst da in diesem königlichen Gewand diesen Rollwagen und ich irgendwie dahinter und es war sogar so bergauf halt. Ja. Und ich so, ja, heb mal, zieh mal. Und du standst leider vorne rum. Also eigentlich sehr unpassend. Ich sollte der starke Mann das ziehen, aber Ladies first, dachte ich mir. Du dachtest dir gar nichts. Man muss einfach mal ehrlich sein. Ich dachte mir gar nichts. Also dachte sich in diesem Moment gar nichts. Aber wie gesagt, diese Situationen waren sehr lustig. Sehr lustig. Im Nachhinein. In dem Moment dachte ich nur so, hallo, hohe Schuhe, beweg du deinen Hintern. Was auch immer sehr lustig mit ist, weil du eine der kleinsten bei uns bist, missbrauchen wir dich auch immer für andere Sachen, wie zum Beispiel hier unten haben wir eine Vitrine, die nur von der einen Seite aufgeht und dann musstest du schon ein paar Mal reinkrabbeln, um die Vitrine zu dekorieren. Mehrfach. Im Schaukasten. Mehrfach, ja. Ja, mehrfach. Aber man kann nicht sagen. Ja. Im Nachhinein sieht immer alles gut aus. Ja. Oder was ich mir bei dir, was dir mal passiert ist, fand ich auch sehr lustig. Bei einem Auftritt. Mm. Ich ahne es. Ja, wo du den Kaugummi vergessen hast, einfach rauszunehmen. Den Kaugummi, ja. Den Kaugummi und dann stehst du da. Das war auf der LBM, das war die Premiere und ich war so nervös. Ich hatte irgendwas zum Kauen gebraucht und ich dachte, ich brauche einen Kaugummi, hast du einen Kaugummi? Und ich habe es einfach nicht mehr rausgenommen. Und ich habe auf der Bühne, glaube ich, geschmatzt. Und ich wurde darauf angesprochen und ich so, oh Gott. Und dann stehst du da als Kriegerin des Todes mit der Sense und ich werde jetzt die Stille und dann, ja, passiert. Wenn wir schon noch mal beim Musical sind, ich erinnere mich an die Animagic. ich gebe zu, ich hatte meinen Text vergessen. An einer sehr, sehr ungünstigen Stelle. das ist die Szene, in der ich eigentlich sterbe. Und ich hatte meinen Tag vergessen und ich sage einfach nur, ja, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Das hat dich ja getroffen dann. Ja, das Gemeine an der ganzen Sache ist, die Szene spielen wir beide, weil danach meine Aufgabe ist, als Pluto das Tor zu schließen hinter Pharao 90. Und das Problem mit dem Moment war, ich dachte, ich hätte dafür gesorgt, dass sie ihren Text vergisst, weil ich bin ihr ins Wort gefallen. Sie wollte irgendwas sagen und ich so, und dann erstmal so, oh, Text weg, verdammt. Oder Scheibenkleister, was tun wir jetzt? Und sie guckt mich an und ich guck sie an und sie so, ja, ich kann es halt jetzt nicht ändern. Und steht auf und geht und es war genau der Moment, wo ich dann das Tor zumachen konnte. Und ich glaube, in dem Moment haben wir uns beide einfach nur angeschaut, so Verzweiflung pur. Geht einfach nicht, wieso? Text vergessen ist ja sowieso das Schlimmste auf der Bühne. Ich bin froh, dass wir nicht
in einem Lachflash geendet sind. Das wäre noch viel schlimmer gewesen. Wir haben das eigentlich, glaube ich, relativ gut überspielt. Im Nachhinein finden wir das natürlich super lustig. Ja. Wir lachen uns schlapp darüber, ja, muss man fast sagen. Mir ist der Text auch entglitten in meiner Szene, ganz zum Schluss. Du gehst, du sprichst deinen Text, es ist alles gut, bei drei Viertel, bumm, weg. Und da hat Stavros schon ganz gut gesagt, so, wer bist du denn? Wen spielst du denn? Was hast du denn für eine Aufgabe? Was würde dein Charakter jetzt sagen? Und in dem Moment war das einfach nur der letzte Teil, wo ich, okay, ich stehe hier, ich bin hier ganz pflichtbewusst, ich darf hier nicht weg. Okay, die Pflicht bindet mich an diesen Ort und dann wurde ich gerettet, weil mein Lied anfing. Gott sei Dank hatte ich da den Text drauf. Aber das Allerbeste, was wir nie vergessen werden, ist immer noch so Sachen, wenn die Technik die Mikros zu früh ein- und ausschaltet und eine Person, in dem Fall Nibel, gerade ihre Szene hat und eigentlich da sitzt und Gedanken verloren nach oben sieht. Und von hinten kommt dann sowas wie, oh, dieses Geländer ist so geil, hier kann man sich so toll anlehnen. Wenn da die Uranus rausspricht. Und sie sitzt aber da. Man sieht genau, du hast so gekämpft, nicht zu lachen. Rechne ich die sehr hoch an, ich hätte gelacht wie so ein... Ich hätte einfach nur gelacht. Ja, dieses Geländer ist ja so geil. Das Problem war einfach, eigentlich im Hintergrund lief ja von mir etwas Aufgenommenes. Ich saß da und ich so, ich muss jetzt eigentlich Mimiken dazu machen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt spricht da gerade unsere Haruka. Soll ich jetzt auf mich eingehen oder soll ich jetzt auf Haruka eingehen? Und ich so, ich mache jetzt mal beides gleichzeitig. So, und dann wieder, so nach dem Motto. Aber es war echt eine faszinierende, ja, Szene, die ist wirklich im Gedächtnis geblieben. Und sowas bleibt halt auch im Gedächtnis, denn am Ende setzen wir dann uns dann auch immer so meistens am Ende des Con-Jahres dann zusammen und ziehen ein Resümee und lachen dann einfach drüber. Und unser Running Joke war zum Beispiel auch bei dieser Produktion, bei diesem Projekt, Leute, falls ihr nicht euren Text kennt, das gibt uns ein Zeichen, damit vielleicht dein Partner irgendwie agieren kann. Und bei mir war es dann immer so, ich habe dann immer als Dr. Tommy gesagt, so, die Stille kommt, die Stille kommt. Das ist immer so mein Zeichen. Was hattest du mit dem Meer? Das ist ja, so, genau, das Meer beginnt zu tosen, das tosende Meer. Immer, immer was mit, genau, Wasser. Wasser ist immer schön. Und Uranus immer, sie möchte frei wie der Wind sein. Aber was ich ehrlich gestehen muss, ich hätte ja nie gedacht, dass mir sowas passiert, aber man sagt ja immer so, wer schön sein will, muss leiden. Frauen, wo ist immer das große Problem? Schuhe. Mhm. Ich habe natürlich meine Schuhe zu meinem Kostüm wunderbar zusammengebastelt, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist genau das passiert, was ich nie gedacht hätte. Genau hier auf der MMC, mitten im Stück, reißt mein Band. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, du gehst und du fällst. Wie überspielst du? Ich bin nicht gefallen, zum Glück, aber dann kommt sowas hier. Und alle so, warum macht die das? Weil ich singe und ich merke nur, shit. Ups. Mein Schuh. Okay, mach einfach irgendwas mit den Armen, damit keiner bemerkt, da ist was verkehrt. Aber ich glaube, manchmal kann man durch Bewegungen sehr viel retuschieren, sage ich jetzt mal. Ja. Überspielen. Ja, wie gesagt, Hopplas gehören einfach dazu, egal jetzt auch im täglichen Alltag, im Berufsleben oder auch im Hobby. Und wie gesagt, wir sind Menschen, es ist menschlich und das macht am meisten Spaß. Und wir wollen auch offen gesagt nicht perfekt sein. Ich meine, wie schon erwähnt, wir sind nicht ausgebildet oder professionell. Und natürlich hat man irgendwo für sich selber den Anreiz oder den Wunsch in Anspruch, immer besser zu werden, professioneller, aber... Da habe ich mich persönlich sehr gequält in den letzten 2-3 Jahren, weil die Projekte wurden dann immer komplizierter und es war immer eine Steigerung zu sehen und ich war immer so unter Pressure, dass ich dachte so, wir müssen irgendwas Neues machen, wir müssen immer besser werden. Und heute denke ich mir nach so einem langen Tag, wenn ich beim Italiener mit dem Team sitze, bei einem Glas Lambrusco, so egal, Hauptsache wir haben Spaß und Hauptsache den Fans gefällt es. Solange es da draußen Fans gibt, die unsere Sache cool finden und die sagen, danke, lohnt es sich halt, dieses Projekt fortzuführen. Und ja, und auf der anderen Seite hat man natürlich, wie gesagt, diesen Ansporn, aber
da haltet mich das Team auch dann immer zurück und sagt, chill mal eine Runde. Was ja auch immer ganz schön ist, dass wir Synchronsprecher einladen können. Ja. Und wenn wir diese fragen, könnt ihr irgendetwas mit Sailor Moon verbinden, dann kommt ja auch immer ganz oft eine Antwort, dass die sagen, ja, das und das ist mir im Gedächtnis geblieben und das fand ich schön und jenes. Und das bedeutet ja auch quasi nicht nur an uns hängt es, dass wir Sailor Moon weiterverteilen oder es ja, euch zeigen können, sondern auch, dass die Synchronsprecher bereitstehen für euch. Ihr kommt die besuchen, ihr könnt denen Fragen stellen, geben euch Autogramme und ich finde es halt so schön, wenn sie sagen, könnt ihr mal diese Szene oder jenes nachmachen und kein Problem, nö. Und dann sprechen die, das finde ich auch super, super toll, dass diese auch das mitmachen und noch sagen, ja, ich erinnere mich noch, obwohl ich tausende Rollen gesprochen habe, aber das und das und das weiß ich noch. Und die auch vieles mitgenommen haben, wie ich finde, haben auch ganz oft gehört, egal ob jetzt Dominik Auer oder sonst wer, also es war super, fand ich echt extrem nice. Ja, die Synchronsprecher gehören quasi zu unserem Arsenal, was wir immer wieder auspacken. So hat es auch bei uns bei den Conventions halt begonnen. Wir besuchen Conventions seit 2013, damals noch Besucher. Ich kann mich noch erinnern, damals haben wir, wie gesagt, ganz normale Besuchertickets gehabt und haben mit so einer ganz kleinen Digicam die Cons durchlaufen und haben alles aufgenommen und dadurch Convention-Berichte gemacht. Und irgendwann, so nach einem Jahr, sind wir, glaube ich, irgendwann aufgefallen und hatten mal die Anfrage, ob wir das als akkreditierte Presse machen wollen. Da waren wir voll gehypt und so, oh, was für eine Ehre und wir geben uns Mühe und damit lange Berichte geschrieben und alles angeschaut, obwohl es halt nichts mit Sailor Moon zu tun hatte, aber wir waren pflichtbewusst, so wie Pluto. Und irgendwann hatten wir die Idee, wir hätten gerne einen Stand und unsere erste Convention war die Contopia, die es leider nicht mehr gibt und da war die Idee, warum bringen wir nicht mal einen Ehrengast, eine Synchronsprecherin oder einen Synchronsprecher? Und da hatten wir die Sprecherin von Sailor Neptun da. Und das war damals eine Challenge. Und ich weiß noch, ich war so nervös, denn du kennst halt die Stimmen aus deiner Kindheit. Du kennst die Stimmen aus anderen Produktionen. Und dann steht dann diese Figur, beziehungsweise dieser Mensch, die diese Stimme hat, vor dir und sagt, Tachchen. Und du so, hallo. Und so hat es dann angefangen. Und Synchronsprecher gehören zu uns und das ist irgendwie so fast ein Alleinstellungsmerkmal an diesen Fangruppen und sie finden es auch noch total super und jedes Mal freuen sich und natürlich war jeder am Anfang irgendwann skeptisch, denn leider Gottes wird dann die Anime-Szene durch die Massenmedien dann hingestellt, als wäre es irgendwie sehr schrill, sehr bunt, sehr was weiß ich, aber die ganzen Zweifel sind dann verflogen, wenn sie dann herkommen, euch kennenlernen. Ihr habt dann so liebe Worte an sie und da fühlen sie sich echt besonders in dem Moment. Denn es ist für die ein Job. Hinter verschlossenen Türen spricht man einen Satz nach dem anderen und weiß halt nicht, wie das da draußen ankommt. Und hier kriegst du diese Dankbarkeit. Und wir versuchen das auch in Zukunft zu fördern. Und falls ihr mal Wünsche habt, welchen wir mal einladen sollten, welchen Gast, schreibt uns und wir versuchen unser Bestes. Und dank der guten Vernetzung der Sprecher untereinander geht es natürlich auch einfacher, dass sie sagen, hey du, ich war jetzt auch neulich beim SMG-Team, die machen ihre Sache gut und du kannst auch dahin. Und ja, ich hoffe, dass es dann auch so erhalten bleibt. Aber wie schaut denn jetzt die Zukunft bei uns aus? Das Jahr ist ja eigentlich für uns jetzt gegessen, die letzte Convention, die große. Wir sehen uns aber alle in 2 Wochen wieder. Ich weiß nicht, wie viel wir sagen dürfen oder wie viel du sagen darfst, aber wir haben schon ein neues Projekt in der Pipeline. Ja, sagen wir es mal so, wir machen ein weihnachtliches Projekt. Es wird sowohl ein Videodreh stattfinden, wie auch ein Song erscheinen. Es wird eine Überraschung und alle, sagen wir, oder ein Großteil von Sailor Moon German wird dabei sein und das ist das Schöne. Ja, Weihnachtszeit und ihr werdet es dann sehen. Also mehr möchte ich noch nicht verraten, darf ich auch noch nicht. Wir sind da noch ein bisschen am Knobeln, sage ich jetzt mal. Aber ihr werdet von uns informiert. Ja, vielleicht möchtet ihr ein wenig dazu sagen, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weder textlich noch was für ein Stück es sein wird, Stück in Anführungszeichen.
weil wir da ja noch am Verhandeln sind. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Es wird kommen. Also ich denke, dass es reicht, wenn die Fans wissen, dass wir eine kleine Überraschung planen und dass es ein bisschen um Weihnachten geht. Genau, es ist wieder was ganz Neues. Ich liebe es ja, wenn wir neue Projekte machen. Denn klar, das Bestehende ist immer super und man muss halt echt aufpassen, dass es nicht zu einer nervigen Routine wird. Aber ich bin zum Beispiel ein Fan von ganz neuen Sachen. Deswegen war dieses Jahr das Musical oder der Ball oder das Café sehr erfrischend. Und das, was wir jetzt vorhaben, wird auch sehr erfrischend sein. Und ja, wir versuchen natürlich immer in vielen Projekten uns reinzuwursteln. So zum Beispiel, wir haben ja jetzt auch ein Sailor Moon German Magazin, ein Printmagazin von Fans für Fans. Da schreiben auch viele Fans mit, also die kein Mitglied bei uns sind. Das war sehr spannend. Oder wir haben dann nach langer Zeit mal wieder Fansynchronisation gemacht von Clips, die nicht in Deutschland erschienen sind zu Sailor Moon. Die müssen wir dann irgendwann mal fertig machen und noch hochladen. Aber ja, vielleicht nutze ich dann einfach mal diesen Livestream hier. Vielleicht da draußen, genau du, der uns jetzt zuhört und zuschaut, vielleicht möchtest auch du Teil unseres Teams werden. Wir suchen immer wieder fleißige Helfer in vielen Bereichen, sei es im technischen Bereich, im Übersetzungsbereich, tatkräftige Helfer auf Conventions oder vielleicht möchtest du die Bühne mit uns rocken. Alles ist möglich. Und ich glaube, hier habe ich so den lebenden Beweis, dass es eigentlich super gut bei uns läuft, ihr werdet gut behandelt. Es gibt sogar hier Essen, also es ist immer gesorgt. Und nee, aber bei uns kann es natürlich auch, wie in jeder Gruppe, wir versuchen natürlich immer, dass es harmonisch ist. Es gibt natürlich auch Zeiten, wenn wir alle unter Druck sind, wird es natürlich auch anstrengend. Aber da ist Teamwork gefragt. Und ich erzähle mal das größte Hoppala zum Beispiel von diesem Wochenende. Uns ist eine Hauptdarstellerin krank geworden. Und was machen wir da? Wir können da nur aufs Team hoffen und so. Okay, du spielst es jetzt. Es tut mir leid, dass du einen Tag vor dem Auftritt die Rolle lernen musst, aber bitte, ich flehe dich an und du hast keine Chance, das Kostüm ist schon auf dem Weg zu dir. Sowas passiert zum Beispiel und genau da ist halt Teamwork gefragt. Und du kannst dich zum Schluss dann wirklich nur auf dein Team verlassen. Das finde ich das Schönste. Von daher, genau, wir waren bei dir. Genau, bei dir. Falls du uns jetzt zuschaust, schreib uns. Gut, wir neigen uns auch gleich dem Ende zu. Genau, und weil wir uns dem Ende zu neigen und jeder natürlich weiß, dass in so einem Projekt sehr, sehr viel Zeit steckt, ist meine Frage mal, interessiert mich, wo ich gerne nacheinander von euch hören würde, wie kombiniert ihr das eigentlich, dieses Hobby, eure Freizeit mit Familie, Partner? Wie ist das bei euch? Bei mir ist das ganz einfach. Ich habe einen Partner, der teilt mein Hobby. Mm. Ja, wir haben uns kennengelernt, tatsächlich auf einer Convention vor 4-5 Jahren, sage ich jetzt mal. Und wir zocken zu Hause zusammen, wir gucken dieselben Serien. Wenn er Sailor Moon singt, singt er eher Sailor Hagrid. nee, es gibt kein Sailor Moon bei ihm, es ist Sailor Hagrid. Das ist manchmal so. Aber er kennt mein Hobby. Wir wohnen mittlerweile auch zusammen mit unseren zwei Kätzchen und meinem riesigen Manga-Regal, wofür ich alle seine Mangas rausgeworfen habe, hat er in Kauf genommen. Keine Sorge, ich habe sie nicht weggeworfen, es sind Mangas. Aber ja, wir haben dasselbe Hobby, wir wohnen zusammen. Also es gab eine Zeit, da haben wir uns sehr relativ wenig gesehen, weil er viel arbeitet und ich viel gearbeitet habe. Abends findet man immer irgendwie Zeit vor dem Fernseher, Big Bang Theory, irgendein Anime schauen. Wir haben letztens auf Netflix Castlevania einfach einmal durchgeguckt. Also bei uns ist es auf jeden Fall kein Problem. Es bringt auch was zu der Beziehung bei, wenn man einfach dieselben Interessen hat. Ja, das ist natürlich das Schönste, was passieren kann, wenn man eine Beziehung hat mit einem Partner, das gleich Hobby hat. Habe ich leider nicht, aber vielleicht. Melde dich bei uns. Jemand dabei fürst. Ja, wieso nicht? Sprecht mich an. Nee. Oder bewerbt euch. Oder bewerbt euch. Das war ohne Witz. Meine Mitglieder sorgen sich ja um mich. Und dann meinen sie so, ach komm, Staus, wie wär's? Wir machen eine Herzblatt, war das, oder? Herzblatt, ja. Herzblatt. Wir machen Herzblatt im SMG-Style.
ob ich das wirklich machen sollte. Wenn ihr sagt, das ist eine gute Idee, meldet euch bei uns und sagt Herzblatt für Stavros, bewerbt euch und dann werden wir es starten. Ja, aber ansonsten, bei mir ist halt, wie gesagt, beruflich auch sehr viel los. Ich arbeite auch sehr ausgelastet und habe da auch quasi ein Team, was ich da fördere und leite und habe auch in der SMG noch ein tolles Team und versuche für beide da zu sein und ich bin halt ein Arbeitstier. Und aber ich nehme auch sehr viel Zeit dann auch für meine Freunde, Familie und auch für mich. Es gibt auch Tage, wo ich dann das Handy weglege, mich auf tot stelle und das ist halt natürlich blöd, am Montag musst du halt die 1000 Mails beantworten, die 1000 Facebook-Sachen, weil du bist natürlich als Teamleitung auch dauernd in Kontakt und je mehr Projekte du reinwerkst, desto mehr musst du natürlich auch Rede und Antwort stehen. Und da habe ich mir vorgenommen für die Zukunft, wie gesagt, weniger zu machen, mehr abzugeben. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Es fällt natürlich immer schwer. Das reimt sich sogar fast. Aber wir sind doch hier, Stavros. Ja. Und vielleicht lasse ich das mal die ganze Arbeit bei euch und vergnüge mich dann nur noch. Ich werde, wenn es nach mir geht, den ganzen Tag nur da liegen. Also. Aber geht Stimmt. leider nicht. Das ist deine Catchphrase, Stavros. Das ist mein, it's my Catchphrase. Also ich muss sagen, am Anfang der Cosplay-Zeit waren meine Eltern so... Das ist nur eine Phase, mach dir nichts draus, es geht wieder vorbei. In einem halben Jahr ist alles wieder gut. 10 Jahre später, ich sitze hier. Und, aber mittlerweile akzeptieren die es und dulden die es und finden es ganz gut. Und fragen, ah, wohin gehst du wieder? Und ich so, da und dahin. Meld dich aber, Kind, gell? Und ich so, ja, ja, ich habe mich immer noch nicht gemeldet. Ich melde mich dann morgen so, hey, ich bin wieder da. Freunde ist eigentlich super, weil meine meisten Freunde sind auch Cosplayer und in der Cosplay-Anime-Szene vertreten. Oder auch in der Lolita-Szene, was auch immer. Ich muss sagen, das Projekt von Sailor Moon Jam ist natürlich auch zeitaufwendig. Ich studiere nebenbei, ich arbeite nebenbei, ich bin kurz vor meiner Bachelorarbeit. Aber irgendwie wird alles passend gemacht. Das hoffe ich auch, funktioniert nächstes Jahr. Ja. Das sehen wir dann. Das darf man echt nicht vergessen. Das wird auch viel gefragt, wenn man sich bei uns bewirbt. Ja, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Das ist unterschiedlich, je nach Position. Und was auch immer sehr lustig ist bei SMG, du bewirbst dich vielleicht für eine Stelle. Sei dir sicher, in einem Jahr hast du 3-4 Stellen bei uns durchgemacht. Nee, es ist halt, ja, es ist, je nachdem, nehmen wir mal... Man muss auch sagen, man entdeckt immer wieder ein anderes Talent bei jemandem. Wir haben ein Mitglied, ja, letztes Jahr hat sie bei uns Karaoke gesungen und dann dachten wir, oh mein Gott, was für eine geile Stimme. Und dann war sie... Auf einmal unsere Mistress. Darf man sagen, unsere Mistress. Ja. Ersatzweise wohl, aber hat super gemacht ihren Job, wirklich perfekt. Innerhalb von 2 Tagen Text gelernt. Bewegungen improvisiert, alles in 2 Tagen. Super Leistung. Sich auch mein böses Coaching angehört in dem Moment. So, Moment mal, wer bist du? Du bist die Mistress. Komm rein. Deine Hände. Sieh dich an. Dein neuer Wirtkörper. Ich würde mal fast sagen, ich habe sehr genervt in diesen 2 Tagen. Und sie hat es aber perfekt umgesetzt. Dafür, dass uns die Darstellerin wirklich einfach auf letzter Sekunde rausgefallen ist, haben wir dann im Team wirklich jemanden entdeckt, dem die Rolle lag, der die Rolle absolut perfekt dann auch rübergebracht hat. Also wir hätten eigentlich fast niemanden Besseren finden können. Wer auch immer du warst, der du abgesprungen bist. Vielen Dank. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal sagen, dass ich mich beim kompletten Team bedanken möchte, besonders auch bei Dani, die macht sehr, sehr viel. Ich glaube, viele, viele Menschen, viele, viele Cosplayer kennen sie und ich möchte nochmal vielleicht auch von uns und auch von allen nochmal einen kleinen, großen Applaus, weil die macht wirklich auch sehr, sehr, sehr viel mit. Und ich bedanke mich nochmal, Dani, danke, 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 Stavros, danke, danke, danke. Ihr beide seid unsere, sagen wir mal, Mama, Papa. Wir können uns immer an euch wenden und wir sind alle füreinander da und das nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke auch an euch, denn
eine Mama und eine Papa will nicht von ihre Kinder, die sie dann rumschikanieren können und rumschleichen können. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, es bleibt spannend. Wir werden jetzt die Winterpause quasi nutzen bis zur Leipziger Buchmesse, um uns zu sammeln, neue Konzepte zu erarbeiten, einen neuen Weg zu gehen, denn wie wir auch schon letztes Jahr gesagt haben, eine neue Legende beginnt. Sie begann letztes Jahr, sie ging dieses Jahr weiter. Und jetzt startet ein New Moon. Ja, wie viele Wortspiele bringe ich noch in diese Abschlussmoderation quasi. Und wie gesagt, Sailor Moon German ist ein Projekt von Fans, für Fans. Und der Fan steht bei uns im Mittelpunkt. Wir sind das Bindeglied zwischen den offiziellen Leuten und der Fan-Community. Wenn ihr was haben wollt, wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns. Wir versuchen alles, was wir können, umzusetzen. Wir lernen gerne. Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Sei es jetzt mit Händen, Füßen, Geld etc. Denn, wie gesagt, das ist alles in der Freizeit organisiert. Und was drinnen auf jeden Fall steckt, ist Fanherz, Fanblut. Und das ist tatsächlich ein Kriterium, um bei uns einzusteigen. Ihr müsst Fans sein. Von Kopf bis Fuß. Von Herz bis Seele. Ja. In diesem Sinne, habt ihr noch letzte Worte an die Leute im Stream? Naja, wie ihr schon gehört habt, Sailor Moon muss euch auffressen. Nein, Schmarrn, das war ein Scherz, das war ein Scherz. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Musical-Stück gefallen und ihr seid gespannt, was wir nächstes Jahr aus der Kiste zaubern. Oder auf die Bühne, oder ich verrate mal noch nicht zu viel, was da so in 2 Wochen kommt. Nichts verrate ich nämlich, haha. Und ja, vielen Dank, schön, dass ich hier sein durfte. Und damit gebe ich das Wort weiter an unsere Saturn. Ja, eigentlich hat Safras schon alles gesagt. Wir werden die Winterpause nutzen. Wir werden einen Konplan erstellen, was wir jetzt machen werden. Ich hoffe, dass ihr uns noch ganz viel schreibt, was ihr möchtet auf Conventions, und wir geben alles, dass wir eure Wünsche realisieren. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Genau das Gleiche. Wichtig seid ihr, meldet euch, nennt uns eure Wünsche, sagt, was ihr gerne hättet. Wir beißen nicht, wir freuen uns, wir brauchen immer wieder neuen Input. Sei es auch, ihr sagt, wir wollen diesen Synchronsprecher oder wir wollen, dass ihr das mal macht einen Film, macht jenes. Wir werden alles versuchen. Somit schreibt uns an. Genau, schreibt uns an. Sofort. Besucht uns auf www.sailormoongerman.com. info@sailormoongerman.com ist unsere E-Mail-Adresse. Und ja, wir freuen uns, von euch zu lesen. Und wir möchten auch Danke sagen für die Einladung von Sekai Media, dass wir hier sein durften. Echt cooles Konzept hier. Wir wurden auch gut ernährt. Ja, ich meine, ich war heute schon so angenervt, dass ich so wenig gegessen habe auf dieser Convention. Deswegen war ich so, oh mein Gott, allein deswegen komme ich her. Aber wie gesagt, fand ich cool. Danke nochmal an die MMC, dass wir so einen genialen Raum bekommen haben, um einfach 25 Jahre Sailor Moon zelebrieren zu dürfen. Kriegt man ja nicht auf jeder Convention mal so hingeschmissen. Und ja, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß und ihr werdet noch den restlichen Tag Spaß haben, denn die Con geht ja noch ein paar Stunden, dann ist es leider schon vorbei und die nächste MMC findet ja erst 2019 wieder statt. Nächstes Jahr ist ja in Marco und wo, wann wir nächstes Jahr zugegen sein werden, das erfahrt ihr natürlich unter www.sailormoongerman.com und auf unseren sozialen Netzwerken. Und ja, ich hoffe einfach, wir sehen uns wieder, wir haben Spaß. Und wir werden jetzt Spaß haben, wir gehen dann jetzt gleich wieder runter in unseren Sailor Moon Raum und genießen die letzten 2 Stunden. Genau, oder? Und das Wichtigste darf man natürlich nicht vergessen. Standard. 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 Wir haben ja auch einen Spruch, so ist es nicht. Wir sind Sailor Moon German und im Namen des Mondes informieren wir euch. Dankeschön.